Start schon mal die Aufnahme. Ich trinke noch mal ein Schluckchen Bier. So, moin Mädels. Das ist so schlecht eigentlich, ne? Voll meine Freude, ne? Wieso eigentlich Mädels, ne? Wer guckt mir da alles so zu? Das nächste Tuning-Video steht an. Kruppeln. Ja, ich habe mich ein bisschen verletzt. Ich war ein bisschen doof. Flo hat sich ein neues Karambitmesser bestellt. Und ja, das ist, war zum Aufklappen, ist nicht eingerastet immer. Und ich sage, das muss doch irgendwie einrasten und drücke so. Und dann habe ich mir das halt hier in die Handfläche gerammt. Das war nicht schön. Aber jetzt so, wir wollten eigentlich schon vor 3 Tagen filmen, aber da ist das leider passiert. Und jetzt kann ich aber inzwischen schon wieder ein bisschen bewegen und das ist ja alles, ich kann jetzt schrauben wieder. Ja, Tuning-Video. Hier liegt schon allerhand auf dem Tisch rum. Übermorgen geht's nämlich zu Don Tauli. So, und da brauche ich mein neues Gewehr unbedingt. Und das liegt hier jetzt leider noch, ne? Das Gewehr kennt ihr übrigens. Das ist nämlich, am besten aus dem Video hier. Heute starten wir hier mit einem riesen Komplettumbau von einer alten M4 von unserem Sascha. Der möchte daraus gerne, hat mich gefragt, ob das möglich ist, daraus eine Art DMR zu bauen. 6.5 hours later. Großumbau Teil 1 war das. Nachdem wir die MMR vorgestellt haben, und also die MMR-DMR, hat sich halt Sascha dazu entschlossen, doch lieber die zu nehmen. Das ist ja der Keymod, den wir in 15 Zoll schon für den Großumbau von Sascha gekauft haben. Ne? Wo er sich übrigens tierisch aufgeregt hat. Ne? Er sagte, das kann nicht sein. Er will sich so ein Ding zusammenbauen. Ja? Und keine Ahnung, 6 Wochen später oder so bringt Begadi genau, beziehungsweise ICS, genau das Gewehr raus, was er sich zusammenbauen wollte. Naja, es war, ein Gewehr war über. So. Aber ich wollte ja nicht noch eine DMR haben. Ich wollte einfach nur, ich wollte mir was selber bauen. Deswegen brauche ich eigentlich nur, die Parts hier. Ja, das ist jetzt sozusagen in meinen Besitz übergewandert. Wir haben nämlich so ein paar Tauschgeschäfte gemacht und deswegen liegt hier jetzt auch die Lower Gearbox von der MMR, weil ja in dem Lower Receiver hier ist ja noch die Lower Gearbox mit dem mit der ACU drin und das darf ich leider nicht behalten. Wir haben das so ein bisschen durchgetauscht. Er kriegt die ASCU in seine Mars Carbine. Dann habe ich noch eine SSS Gearbox, Lower Gearbox gehabt von meiner DMR. Die ist über. Die packe ich in seine MMR. Und dafür kriege ich halt entweder von seiner Carbine oder halt von dieser hier, von der MMR. Hat er mir gesagt, kriege ich dann die Lower Gearbox und die haue ich mir jetzt erstmal hier rein. Original. Weil ich jetzt keinen Moos hatte und das war mir alles zu kurzfristig, nochmal ein Gate MOSFET oder ein ACU zu kaufen. Gate Titan will ich mir mal holen, mal testen. Kommt damit sicherlich auch noch ein Video drüber. Und zusätzlich zu diesem ganzen geilen Scheiß hier, ne, bauen wir noch diverse grüne Bauteile von Retro Arms ein. Ich stehe auf schwarz-grün. Ne? 100% Custom. Ja, aber sowas von. Da habe ich mir hier schön alles in grün gekauft. Fire Selector. Da gibt es ja von Retro Arm so viele geile Sachen. Hier, den habe ich mir schon umgebaut hier. Charging Handle. Ist auch schon grün. Alles in grün. Voll geil. Dazu so ein Stock hier. Ich weiß gar nicht, welcher Hersteller es ist. Das suchen wir noch raus. Packen wir mit in die Beschreibung, falls wen interessiert. Und was mir persönlich sehr geil gefällt, was nicht jeden Geschmack trifft, ist der Handguard. APS Guardian. 8 Zoll Variante. Schon ein geiles Stück. Da steht allerdings dabei, dass das nicht an ICS Modelle passt. Das ist eine ICS. Aber ich dachte mir, was halt nicht passt, wird irgendwie passend gemacht. Ja, was brauchte ich noch? Ich brauchte noch den Outer Barrel. Weil da hatten wir ja so einen 20 Zoll Outer Barrel dran gebaut von
bei dem DMR-Projekt. Weil ich aber noch nicht weiß, wie lange ich den Otterberry haben möchte. Weil ich eigentlich wollte ich ein bisschen spielen so mit der Optik. Warte. Aber ich wollte das eigentlich gerne so haben, dass der Outerberry, weil das hier so schräg abfällt, ne? Da wollte ich den Outerberry eigentlich nur bis hierhin haben. Und dann von da nach außen, so bis hier ungefähr, eine Outerberry-Verlängerung von Slong. Deswegen, weil ich das noch nicht weiß, habe ich jetzt erstmal den Outerberry von meiner CQB-Knarre genommen. Erstmal das Ding ausgeschlachtet dafür, weil ich gerade nicht so viel CQB spiele. Und außerdem habe ich da dann gleich einen Outerberry von der alten Amöba von Nico dran geschraubt. Von meinem Bruder. Also das ist alles hier ein bisschen gemischt. Ne? Bastelbude. Bastelbude. Der kommt aber nochmal neu irgendwann, glaube ich. Flash Hider hatte ich noch. Ist mit QD Silencer. Den habe ich schon eingepackt für Don Tauli. Ja, das war's eigentlich. Dann, was macht man als erstes? Als allererstes zeige ich euch so ein bisschen die Internals, was ich hier schon gemacht habe, beziehungsweise lege dann los mit dem, was ich heute noch vorhabe. So, zum einen habe ich, wer hätte gedacht, eine Max Model Hop-Up Unit besorgt. Die habe ich jetzt hier verbaut in Verbindung mit einem Modify Hybridlauf, auch neu im Programm bei Bugatti. 601er in einer 300er Länge mit einem 50 Grad Maple Leaf gerade wegen Don Tauli, 1,5 Joule nur. Ich denke mal, nach Don Tauli wird das hinüber sein. Eigentlich nehme ich jetzt nur noch 60 Grad. Abwarten. Ja, ganz wichtig, stimmt. Der Modify Hybridlauf passt nicht ohne weiteres in den Max Model Hop-Up Unit, da der Clip hier eigentlich noch einen Steg hat. Und da hat der Modify Hybridlauf aber schon selber eine Verdickung, sage ich mal, so dass dieser Steg da nicht mehr dran passt. So, deswegen muss man diesen Steg hier abschleifen einfach. Es geht zwar ein bisschen was vom Halt verloren, aber das reicht noch dicker hin. Also hier ist erstmal alles Standard noch dran, so wie es bei Saschas Umbau auch schon war, ne? Das Nozzle war, glaube ich, neu, in einer 21,3er Länge oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Geschlossener Zylinder. Hier sind schon ganz gute Internals drin, aber halt nichts, was leise macht oder so. Ne? Eigentlich komplett gegen unsere Philosophie. Naja. Und kein Federschnellwechsel. Ja, übelst nervig. Egal. Bleibt erstmal drin. So. Nu? Jetzt kommt Lower Gearbox. Ja. Die bauen wir jetzt um. Du filmst einfach weiter, oder was? Ich filme mal drauf und überlege, ob wir mal wieder so einen kleinen. Ja, keine Ahnung, so. Keine Ahnung, Ausbauporn dazwischen. Ja, hau rein. Mach einen Ausbauporn. Nachdem wir den Müllhaufen jetzt hier rausgebaut haben, ne? Und das hier, das Schöne hier reingesetzt, herrlich. Wollte ich euch noch mal kurz zeigen, wie man den Safety? Feuerwehrhebel. Wie man den Feuerwehrhebel wechselt. Weil, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, habe ich bei uns in der großen Airsoft-WhatsApp-Gruppe schon tatsächlich 3-4 Mal die Frage gehört, wie geht denn das? Ihr müsst auf der Gegenseite hier das Loch freilegen. Also das ist in den meisten Fällen ist das nur eine Abdeckkappe und die ist nur geklebt. Ansonsten ist das einfach nur dafür da, damit man durch dieses Loch diese kleine Schraube hier lösen kann. So. Einfach nach oben abziehen. Da müsst ihr aufpassen, der arretiert durch diese Kugel hier, die da dran sitzt und
dahinter eine Feder. Wenn ihr das Ding rauszieht, dann kann es sein, dass die Kugel rausfällt und hier sitzt sie jetzt relativ fest. Ja, da kam sie schon. Und wenn die auf den Boden fällt, dann steht er nämlich blöd da. So, hier kommt jetzt auch erstmal das schöne grüne Retro-Arms, das geile Stück hier rein. Krieg's nicht auf! Wo gibt man dein Messer? Verstehst du? Jetzt habe ich schon. Oh, komm her, ich zeig's mal kurz. Ne? Das Unglücksmesser. Hier. Schönes neues Karambit. Das habe ich mir so hier in die Hand gejagt. Das kommt nicht gut. Ja, schön. Hier ist keine Kugel dabei. Ey, ich krieg die Feder nicht rein, ne? Oh nö! Jetzt passt die Kugel da nicht rein und die Feder auch nicht. Oh oh. Was ist denn das für ein Scheiß? Ups. Scheiße, ey, das kotzt mich ja jetzt an, ne? Es lief alles so reibungslos, ne? Es war ja klar, dass irgendwas verkackt. Freu dich nicht auch noch so dabei. Blöd, Mann, ich glaub, unser Essen kommt. Essen? Essen? Ihr habt es echt herliefern lassen. Ja und, wir lassen das immer herliefern. Der Laden ist 50 Meter weit weg. Ist doch egal. Das ist kostenlos. Da guckt er, Alter. Ja, was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Gutes altes ACS-Motto. So, 2 Stunden später. Ja, 2 Stunden später, wenn das mal reicht, du. Also, nachdem wir jetzt hier akkurat aufgehalten wurden von zigtausend Leuten, die irgendwas wollten von uns, kann es jetzt weitergehen. Ne? Ich habe in der Zwischenzeit mal kurz hier den Feuerwallhebel aufgebohrt auf 3 mm. Der hat original 2 mm anscheinend. Wenn ihr das vorher prüfen wollt, macht es. Ansonsten 3 mm Bohrer, ganz vorsichtig. Jetzt passt die Kugel hier perfekt rein. Das Ganze ist hier von Retro Arms mit einem T9. Mit einer T9-Schraube gesichert. So. Schön. Das waren die grünen Teile im Lower. Jetzt bauen wir die Gearbox wieder ein. Geht dann der Porn noch weiter? Ja, ne? Lower Receiver ist fertig, also geht es jetzt mit dem Upper Writer. Ein paar Schrauben rausdrehen, weil wir wollen ja den Knopf hier tauschen, zerlegen, ersetzen. Boah. Oh, oh. Oh, verdammt. Oh, Mann. So eine Scheiße, ey. Later. Nice! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Du nimmst auf, ne? Ja, natürlich. Ja. Nachdem ich jetzt hier die Platte ein bisschen bearbeitet habe. Ein bisschen, wie lange hat das jetzt gedauert? 20 Minuten? Nein! Nein! Höchstens 15. Auf jeden Fall habe ich sie tatsächlich mit der originalen Platte alles so ein bisschen rumgebogen. Man kann es jetzt nicht mehr zurückbauen, aber er funktioniert. Mehr brauchen wir hier oben eigentlich nicht umbauen, ne? Das heißt, wir können jetzt endlich das ganze Ding zusammensetzen. Ich hoffe, der APS-Handguard passt. Ne? Dürfte ja eigentlich nicht. So, ich schraube den Rest jetzt zusammen. Hannes pornt noch ein bisschen nebenbei und dann... Der Porn. Don't believe in narcissists. When everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I'm in a prison.
about that. I've got myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. You're way united under our indifference. Tja, Leute, so, jetzt haben wir es endlich geschafft. Alles ist drin, alles funktioniert. Originale Abzugseinheit, habe ich eben getestet, mal. Grausam. Warte mal, ich dachte, der Handgun passt nicht zu ICS. Ja, der passt. Ganz irre, ne? Also völlig problemlos sogar. Ich habe einfach nur Lauf dran gesteckt, Barrel Nut dran, Handgun dran, fertig. Also ich weiß nicht, wo da das Problem sein soll, wo es irgendwo nicht passt, ne? Ich vermute mal, dass sie damit die neueren Modelle meinen, wo der Upper Receiver ein bisschen dicker ist und dadurch dieser Überstand im Weg wäre, ne? Von dem APS-Handguard. So, hier passt problemlos. Tja, alles grün, ich find's geil, ist aber cool. Ich werde die auch, weil der Handguard, hier steht schon drauf auf dem Handguard, Guardian, ich werde die Guardian taufen, finde ich cool. Das heißt Guardian, Wächter, ne? Geil. Ansonsten, über kurz oder lang werde ich noch ein paar Kleinigkeiten ändern, denke ich mal. Also, ich habe noch einen schönen Griff gefunden, den hätte ich gerne. Einen etwas besseren Stock. Das war jetzt nur so eine billige Notlösung, sage ich mal. Außenlauf, wie gesagt, auf jeden Fall. Mit der Verlängerung, das mache ich definitiv, weil so, das gefällt mir noch nicht. Ist mir noch nicht ausreichend irgendwie. Die Länge ist top. Das komplette Gegenteil zu meiner Maß, ne? Die irgendwie länger ist als mein Scharfschützengewehr. Ja. Aber wird fett. Ja. Jetzt muss ich bloß demnächst nochmal die Internals machen, weil die originale Abzugseinheit geht gar nicht. Vielleicht habe ich es sogar schon drin, wenn das Video rauskommt. Ha!